Ja, vielen Dank, Frau Vorsteherin. Ich möchte vorwegschicken, ich werde jetzt nicht getrennt zum Haushalt und zum Einwohnerenergiegeld sprechen, weil ich schon finde, also das ist ja der Nachtragshaushalt, dass es irgendwie zusammengehört, und ohne das Einwohnerenergiegeld hätten wir ja auch gar nicht so viel zu diskutieren, glaube ich. Und bevor ich einsteige, möchte ich aber vorwegschicken, dass wir noch einen Änderungsantrag haben, den ich jetzt hier mündlich vortrage und der, glaube ich, vieles von dem, was jetzt auch schon in der Diskussion Thema war, aufgreift und ein guter Ausweg aus einem gewissen Dilemma sein kann. Und zwar beantragen wir, dass die Stadtverordnetenversammlung heute beschließt, dass diese 15,8 Millionen Euro im Haushalt, im Nachtragshaushalt mit einem Sperrvermerk versehen werden und für eine solche Einwohnerenergiegeldunterstützung vorbehalten bleiben. Und dass dann die Zeit genutzt wird, bis September einen rechtssicheren Vorschlag zu entwickeln, wie das Geld tatsächlich verteilt wird. Und dass dann die STAFO im September einfach diesen überarbeiteten und rechtssicheren Vorschlag beschließen kann. Dann würde auch noch in diesem Jahr ausbezahlt, es wäre wenig Zeit verloren und wahrscheinlich viel weniger Zeit verloren, als wenn es dann vielleicht Klagen dagegen gibt oder eben Menschen, die im Hartz-IV-Bezug sind, total unter Stress geraten. Das schicke ich vorweg. Wir werden es nachher einfach auch noch formal zur Abstimmung stellen, oder ich werde Sie dann bitten. Frau Leidig, wenn Sie es dann, gibt dann noch ein bisschen Zeit, noch einmal schriftlich, handschriftlich uns reingeben. Und genau. Jetzt schon mal zum Verständnis, das ist ein weiterer Änderungsantrag. Ich lasse gleich zwei abstimmen, den, den Sie noch formulieren und der, der uns schon vorliegt. Richtig? Okay, der ist dann zu Punkt 6. Alles klar. Mhm. Genau. Gut. Genau. Ansonsten ist es, glaube ich, wichtig festzustellen, dass es natürlich jetzt eine unglaubliche Belastung und auch Angst bei vielen Menschen gibt, die wenig Einkommen haben, und in Kassel leben sehr, sehr viele Menschen, Familien mit geringem Einkommen, dass sie die krassen Energiekosten, Nachforderungen und auch Vorauszahlungen, die jetzt auf dem Tisch flattern, nicht stemmen können. Und das ist leider, ich sage jetzt mal, keine unberechtigte Angst, weil jetzt schon die Gaspreise verdreifacht sind. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und eben auch in anderen Bereichen die Preise steigen, sodass es wirklich, wirklich Notlagen gibt. Aber es ist eben auch klar, das ist nicht die einzige krisenhafte Entwicklung, mit der wir uns auch natürlich in Kassel konfrontiert sehen. Und ich glaube, es ist gut, die verschiedenen krisenhaften Entwicklungen auch im Zusammenhang zu sehen und mit Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen können auf kommunaler Ebene. Und ich sehe schon, oder wir sind da schon davon überzeugt, dass wir natürlich in einer Kommune auch einen Unterschied machen können, gerade für Menschen mit geringem Einkommen. Dass wir eben aber auch die verschiedenen Facetten der Krisen zusammendenken müssen und da gibt es eben zum einen die Klimakrise, von der wir wissen, dass sie längst rollt. Und ich meine, jetzt war ja gerade der Jahrestag der katastrophalen Überschwemmungen und Zerstörungen im Ahrtal. Das hat uns nochmal deutlich gemacht, dass eben die Auswirkungen dieser Veränderungen des Klimas nicht nur im globalen Süden also massenhaft Menschen in ihre Lebensgrundlage bringen, sondern dass es inzwischen vor der Haustür steht. Und dass darauf auch geantwortet und reagiert werden muss, auch in Kommunen. Also, ich sage nochmal, wir haben ja jetzt das Thema verschoben, aber die zweite Eissporthalle ist zum Beispiel ein Projekt, was unter solchen Vorzeichen einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Es ist nicht zukunftsgerecht, es ist weder klimasinnvoll, noch sorgt es dafür, dass die Klimaanpassung in unserer Stadt vorankommt. Im Gegenteil, und es ist eben auch, wäre eine große Menge Geld, das da ausgegeben wird, das nicht unbedingt dazu dient, die Armen zu unterstützen und zu schützen. Das Zweite, und der Herr Oberbürgermeister, Sie haben von sozialer
Wärme gesprochen, ist die große Krise der Sorgearbeit. Und ich sage mal, dass uns die Corona-Pandemie ja eindringlich gezeigt hat, wie dramatisch diese Krise inzwischen ist. Weil in den Krankenhäusern so viele Pflegekräfte gehen, fehlen, weil in den Schulen Lehrerinnen und Lehrer fehlen, weil in den Kitas Erzieherinnen und Erzieher fehlen, weil im öffentlichen Nahverkehr Busfahrerinnen und Busfahrer fehlen, nur ein paar Beispiele. Die Auswirkungen dieser Krise der Sorgearbeit und des Kümmerns schlägt sich eben jetzt krass nieder. Und es ist auch so, beispielsweise in der Stadtverwaltung, wo Leute lange Wartezeiten haben, bis sie ihr Wohngeld bekommen können. Deshalb haben wir auch im Stellenplan zum Nachtragshaushalt gefordert, dass die Wohngeldstelle dauerhaft aufgestockt werden muss. Und es gibt auch noch andere Ansatzpunkte, wo es dringend notwendig ist, mehr Menschen in den Bereichen einzusetzen, wo es darum geht, konkrete Hilfe und Unterstützung und eben Dienstleistungen, sage ich jetzt mal, für alle zu gewährleisten. Wir haben aber auch konkrete Vorschläge entwickelt, wie wir finanzielle Entlastung bei den steigenden Energiepreisen praktizieren können, also ganz konkrete praktische Hilfe. Wir haben zum Beispiel vorgeschlagen, dass das Teilhabeticket in Kassel zum Nulltarif im ÖPNV genutzt werden kann und nicht 35 Euro pro Monat bezahlt werden müssen für ein Sozialticket. Wenn Sie das mal hochrechnen, dann würde das bedeuten, dass die Menschen, die davon profitieren oder die davon entlastet werden, nach 3 Monaten schon mehr, deutlich mehr gespart hätten, als sie mit dem 75 Euro Einwohnerenergiegeld gewonnen hätten oder gewinnen würden. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich über nachhaltige Maßnahmen zu verständigen. Und wie gesagt, wir haben eine Menge Vorschläge auch schon im letzten Haushalt eingebracht. Wir haben jetzt wieder Vorschläge auf den Tisch gelegt mit einer Autofreiprämie beispielsweise. Und es gibt sehr, sehr viele autofreie Haushalte in Kassel. Man kann sich über Gemeinschaftsküchen Gedanken machen, Kantinen öffnen für Menschen, die wenig Geld haben, um gut einzukaufen und so weiter. Wir haben gefordert, und es wurde sogar beschlossen, dass über Energiearmut in Kassel sehr konkret gesprochen wird und sehr konkrete Maßnahmen zur Verhinderung von Energiesperren getroffen werden. Es ist sogar beschlossen worden, aber es ist bisher nicht umgesetzt. Wir wollen, dass da diejenigen mitreden, die an der, sozusagen an der Nahtstelle zwischen den Betroffenen und den Hilfeleistenden sitzen. Und da bestehen wir auch darauf, dass es passiert und dass es eben nicht außerhalb der Fachleute Maßnahmen gibt, der Fachleute, die in Schuldnerberatungsstellen, in der Wohnungshilfe und so weiter sitzen und wissen, wo genau die brennenden Probleme sind. Jetzt zu dem vorgeschlagenen Einwohnerenergiegeld. Herr Oberbürgermeister, Sie haben ja bereits zentrale Punkte aus unseren Änderungsvorschlägen benannt. Ich will es noch mal ein bisschen konkretisieren. Ja, wir sind der Meinung, dass ein Gießkannenverteilen von vorhandenen Mitteln die schlechteste aller Lösungen ist. Wir sehen aber auch, dass es schwer ist oder eigentlich unmöglich, Nein zu sagen zu einer wie immer gearteten Hilfe. Wir wollen aber, dass sie eben dazu beiträgt, dass diejenigen unterstützt werden, die es wirklich brauchen. Und es sind eben bei weitem nicht alle, auch nicht in Kassel, obwohl hier eben überproportional viel ärmere Menschen leben. Und wenn wir sagen, wir wollen, dass diejenigen berechtigt sein sollen, diese Unterstützung zu bekommen, die weniger als den Durchschnitt als Einkommen haben, dann meinen wir damit nicht, dass es mit einer Berechtigungsprüfung verbunden sein soll, gar nicht, höchstens Stichproben, aber wir wollen vor allem eine Kommunikation, die klar macht, dass es für die Menschen ist, die es nötig haben. Und wir wollen, dass auch der Solidaritätsgedanke angesprochen wird. Also ich habe ganz viel Erfahrung im Zusammenhang
wo nach Selbsteinschöpfung bezahlt wird, zum Beispiel ein Mittagessen oder eine Beteiligung, ein Beitrag, Kostenbeitrag von Konferenzen. Und die Erfahrung ist, dass wir immer gut damit gefahren sind, weil die allermeisten Leute eine gute Selbsteinschätzung haben, wie sie, wie ihr Einkommen oder ihr Lebensstandard im Vergleich zu den anderen ist. Und so etwas wünsche ich mir, dass damit eben auch diese Überlegung angestellt wird und Leute sich Gedanken darüber machen. Und das haben wir eben in diese Formulierung. Der Notfonds, das haben wir auch schon im normalen Haushalt beantragt, weil es eben unterschiedliche Notlagen gibt. Es können Leute auch in Notlage geraten, weil sie, wenn sie eine neue Wohnung, zum Beispiel auch eine kleinere Wohnung beziehen wollen, aber zum Beispiel nicht das Geld aufbringen, um die Kaution hinzulegen, weil ganz viele gar keine Ersparnisse haben. Aber es gibt eben auch andere Formen und deshalb, wenn es einen solchen Nothilfefonds geben kann, ist es gut. Wir finden es total wichtig, dass der eingerichtet wird. Und einen letzten Punkt möchte ich noch sagen zu den Familien. Wenn Sie sagen, dass 300 Euro für eine vierköpfige Familie nicht wenig ist, dann stimme ich da natürlich vollständig zu. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es gerade die Alleinerziehenden sind, die in ganz besonders schwierigen finanziellen Situationen sind. Und wenn Sie da eine Familie mit zwei Kindern haben, dann sind es eben nur drei Köpfe und die kriegen dann 75 Euro weniger. Und das finde ich persönlich auch nicht wirklich gerecht. Und ich denke, darüber sollte auch nochmal nachgedacht werden. Ich hoffe, dass Sie unserem Vorschlag zustimmen, dass das Geld reserviert wird, aber die konkrete Ausgestaltung neu formuliert und beschrieben wird und dann im September gut beschlossen werden kann. Vielen Dank.